Der größte Traum der Menschheit ist, keine Falten kriegen, geistig und körperlich fit bleiben und nie in ein deutsches Pflegeheim müssen, sondern ewig jung und damit fortpflanzungstauglich über die grüne Wiese tanzen. Also, Freunde des gelben UV-Lichtgestirns, regeneriert euch bei einem Hyaluron-Weizen-Tetanol auf der Jagd nach dem Anti-Aging-Gral. Meine Theorie ist, jung bleibt man, indem man nicht altert. Dafür experimentieren Forschende zum Beispiel im Silicon Valley mit Frischblutkuren, also dem, was der FDP programmatisch fehlt. Aber bis die gesetzlichen Krankenkassen diese Kur bezahlen, sind wir längst so verschrumpelt wie eine Nürnberger Bratwurst, die in einer AKW-Kantine auf ein Selfie mit Markus Söder wartet. Und wir müssen ja jetzt schon möglichst lange Instagram brauchbar bleiben, um beim gesellschaftlich verordneten Jugendwahn mitzuhalten. Dabei helfen Filter. Analog dazu helfen Antifaltencremes, täglich Sport und die richtige Ernährung. Also viel Eiweiß, aber kein tierisches. Viel Flüssigkeit, aber keine, die Spaß macht. Am besten ernährt man sich nach neuesten Erkenntnissen von Insektenproteinpulver, aufgelöst in lauwarmem Grünkohlsud. Freilich sagen jetzt reaktionäre Esoteriker im selbstgefälligen Glanz der Mondphasen. Damals, in den 60ern und 70ern, haben wir total gut ohne Selbstoptimierung gelebt. Ja, und genau das sieht man auch, wenn vor lauter Lachfalten nur noch am Kropf erkennbar ist, wo das Gesicht aufhört. Aber wenn eine Antifaltencreme wirklich helfen würde, würde sich damit der Hersteller doch selber ruinieren, oder? Und genau diese negativen Theorien erzeugen nur Sorgenfalten. Ich als Vitalwissenschaftlerin empfehle, statt sich runzeln zu grübeln, alle hochentwickelten Anti-Aging-Techniken anzuwenden. Jeden Tag. Mit dieser fundamentalisierten Methode lenkt man den Körper nämlich vom Altern ab. Und plötzlich ist man sogar gestorben, ohne es zu merken. Das ist dann Unsterblichkeit. Remember. Shone like the sun.